Direkt im Warm-up. Das ist schon krass, oder? Dass du so mad bist als Gegner auch, dass du... Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch. Wir haben hier die Map Inferno am Start. Und er wurde bereits in der Warm-up-Runde gerapportet. Ist es glaubbar? Unfassbar? Was ist da los? Es sah jetzt irgendwie nicht besonders aus. Okay, kurz abwarten. Ich will mal sehen, einfach nur sein Aiming. Okay, das ist irgendwie zu langsam. Oh, ein Headshot, was? Du machst doch gar nicht drauf. Aber gut, der Spray könnte das natürlich gemacht haben. Hat er den gehört oder gesehen durch die Wand? Wir schauen uns das mal ganz normal an. Da kommt jetzt jemand, der bleibt erstmal stehen. Vielleicht stellt er seine Cheats ein. Vielleicht hat er aber auch kurz seinen, keine Ahnung, verschwindend kleinen Schniedling zurückgerückt. Okay. Boom. Also wenn man im Warm-up bereits reported wird, dann hat das doch schon was zu heißen eigentlich, oder? Da muss doch was sein. Die Gegner denken sich doch was dabei. Er bleibt wieder stehen. Okay. Boom. Kommt direkt die Fresse poliert. Ich bin gespannt. Also ich erwarte jetzt wirklich ein Action-Gewitter vom Feinsten. Er kriegt ja nur die Fresse. Hallo? Kann doch mal was passieren jetzt? Jetzt sind die Gegner zu weit weg. Direkt im Warm-up. Das ist schon krass, oder? Dass du so mad bist als Gegner auch, dass du... dass du sagst, hey Leute, wir müssen den echt reporten, am besten jetzt schon. Da stimmt was nicht mit dem. Okay. Vielleicht hat er im Warm-up kurz angehabt und hat dann einfach ausgemacht, jetzt zum Spiel hin. Werden wir jetzt ja sehen. Also ich finde, da war jetzt dieser eine Headshot, das ist einfach der Spread. Das ist der AK-Spread, oder? Ja, Was versucht er denn mit dem Ding auf die Entfernung? Das ist doch Wahnsinn. Okay. diese Animation, wenn die Waffe immer bereit gemacht wird, ist ein bisschen langwierig. Also, da drüben ist jemand. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen durch die Wand gucken kann. Gerade eben, also wie er... Nein, die Gegnerpriorisierung. Keine Ahnung. Also on-spot ist jetzt noch einer. Er kann, ja. Wir gucken mal. Okay, das war's. Was, das war ein Headshot? Hat man überhaupt seinen Kopf sehen können? Mal gucken. Abwarten und Tee trinken. Ist ja angesagt. Er nimmt die Ump. Die genervte Ump. Hat er einen schicken Skin drauf gehabt, oder? Oder andere hat die Primal Saber, oder wie die heißt. Oh, delicious. Er spielt ganz schön hektisch, hat aber ein recht gutes Crosshair-Placement. Trotzdem hektisch. Okay. Er hat erst... man kann die Maus jetzt sehen. Er hat erst hier hingeschaut, was ich nicht übel finde. Er hat nicht direkt auf den Gegner geschaut, sondern er hat dahin geguckt, wo man eben auch zuerst... was zuerst sichtbar war. Passt. Aber er spielt so hektisch. Krass. Wow, das war ein Klick, Höller die Walfee. Aber gerade gestern haben wir auch ein bisschen Legal gespielt, da ist mir sowas auch ab und an geglückt, also da will ich gar nichts sagen. GeForce, wie du gestern auf das 2 haben wir gespielt, du hast kurz einmal gedrückt, das gab bei A irgendwo mit der Legal. Bam, das war schon hart. Er guckt sich die AK an, ne? Ist die schön, ist fucking neu, hier guck mal das Holz, keine Würmer drin, edel. Oh. Hey. Einer ist auf Short. Der kommt jetzt gerade. Und hätte ihn jetzt anschießen können. Also, entweder versucht er seinen Warlock, den er vielleicht hat, ultra zu heiden. Und lässt dadurch auch mal eine Situation geschehen, in der er wirklich angeschossen werden könnte. Oder er hat einfach überhaupt keine Cheats an. Also zumindest keine Vision Assist Cheats. Er steht wieder rum. Wir haben in den letzten paar Overwatches immer Leute, die rumstehen. Immer mal wieder stehen sie umher. Gucken in die Landschaft. Genießen vielleicht auch einfach das Ambiente der Map, aber... Ich weiß es nicht. Gut, es passiert jedem Mal, aber... Naja, wir warten mal ab. Immerhin bleibt er nicht einfach so irgendwann zwischendrin stehen, sondern am Anfang der Runde. Oh, gutes Spray-Control, dass er den noch reingedrückt hat. Aber dann wiederum, der Headshot, der ist dann auch nicht so besonders in dem Moment, weil... Du sprayst halt rum und da kann sich eine Kugel auch mal easy in den Kopf verirren dann in dem Moment. No? Also auf B sind seine beiden Kollegen... Ist es noch ein Kollege? Doch, ist noch zu dritt, ja. Der eine ist halt hier bei Bums. Fuck, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe überhaupt nicht geguckt. Was war das gerade eben? War das gut?
Ich möchte so gern zurückspulen. But it won't work. Und wenn ich hier rumziehe, dann hängt sich das Ding auf. Aber man kann ja auch nicht zurückspulen. Und hier kann man auch nicht. Ist alles schon 1000 Mal getestet. Er steht schon wieder rum. Er steht zu jedem Anfang der Runde rum. Gut, nicht zu jedem. Aber zu 3 und 4 stand da jetzt rum. Sogar ziemlich lange. Okay, die Mates machen die ersten Damage-Versuche. Jetzt begibt er sich in Bewegung. Vielleicht hat er jetzt da was angemacht. Oh, er bleibt schon wieder stehen. Das ist schon... Das kommt mir halt einfach... Oder man könnte meinen, es ist einfach so ein Menü, so ein Overlay, in dem er gerade kurz rumwerkelt, weil er irgendwas einstellt. Es könnte sein. Wobei es ja auch einfach nur ein legales Overlay sein könnte, wie das ganz normale Counter-Strike-Overlay, dass er gerade den Ton eingestellt hat oder so. Oder in der Konsole irgendwie alle gemutet hat, wer weiß. Also Left Side ist jemand drin. Geradeaus aber auch. Er hat sehr schnell reagiert auf den Links. Und vor allem, ich weiß nicht. Wenn ich gerade auf jemanden schieße, ich bin mit dem im Firefight. Und dann kommt jemand Left Side, ja doch, manchmal nehme ich dann auch hin. Dann reg ich mich immer über meine schlechte Gegnerpriorisierung auf. Weil wenn ich mich auf einen konzentriert hätte, auf den ersten, hätte ich vielleicht sogar noch einen Kill mitgenommen. Ich finde, man kann nach wie vor nicht allzu viel sagen, oder? Einige von euch sind bestimmt schon am Start, die sagen... Oh, er hat eine Orb am... Achso, ja, da wurde einer genutzt. Also auf A ist noch einer. Auf B sind zwei. Er läuft trotzdem schon mal Richtung B, da sind auch immerhin seine Mates. Vielleicht, ja, Onspot ist gesmoked. Pass auf, den hat er jetzt gehört. Also von seinem Crosshair her, finde ich, passt das irgendwie. Oder? Ist es jetzt etwa schon wieder der zweite Knilch in Reihe, der kein Cheater ist? Letztes Mal haben wir auch keinen Cheater gehabt. Es sind spannende Overwatches, finde ich. Gerade hier, wo man ganz genau gucken muss, ob jetzt was ist oder nicht. Es ist ultra langweilig, wenn jemand direkt am Anfang ein Spinbot hat. Das erste Mal ist es zwar cool, also für mich das erste Mal, der erste Spinbot da war edel, weil ich das so noch nie gesehen habe. Aber der zweite ist dann schon ziemlich langweilig und der wird schwindelig irgendwann. Da ist es schon deutlich spannender, klar. Weil man auch bis zum Ende gucken muss, cheatet der oder nicht. Ich habe ja voll gespuckt, wie peinlich. Habt ihr nicht gesehen? Nee. Ich hab's auch nicht erwähnt, hallo? Es sind zwei Leute jetzt bei City. Einer ist schon. Oh, da wurde er genudelt. Er hat doch einfach auf Good Luck in den Smoke reingeschossen. Finde ich auch völlig in Ordnung. Da kommt so eine Flash. Die Cities verschieben eher so Richtung B. Versuchen sie vielleicht sogar einen B-Stack? Nee, nicht wirklich. Es sind links und rechts jeweils einer und er hat es voll auf die Fresse bekommen. Also, wie gesagt, es könnte eine extrem krasse Masche sein, um seine nicht vorhandenen Cheats zu verstecken, wenn er, wow, das war jetzt ein bisschen arg hier mit der Hoher. Nicht so arg, gell? wenn er halt eben so tut, als würde er links nicht sehen, dann sogar von dem gekillt wird, oh. Aber ich habe jetzt nicht nach seinen Sets geguckt, aber ich glaube, er hatte nichts an, oder? Sag mal, bekomme ich jetzt nur noch Leute, die irgendwie reported werden, weil sie keine Skins haben oder sowas? Er hat doch keinen Team-Attack oder sowas gemacht. Und schon wieder ein Fall, ja, der völlig clean war. Leute, was sagt ihr dazu? Bin ich jetzt irgendwie geknechtet dazu, irgendwie nur noch Fälle zu haben mit Leuten, die nicht... Ich hoffe doch nicht. Ich will schon mal wieder auch einen Cheater haben und sowas. Naja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich glaube, Counter-Strike wieder hängt so letztes Mal. Ein bisschen. Aber das ist die normale Hänge. Was ist, wenn ich hier rumschalte? Ein bisschen. Gut, es muss ja auch geladen werden. Naja.